bitte bemühen Sie sich nicht weiter, lieber Graf. Es war sehr freundlich von Ihnen, mir mein Täschchen heraufzutragen. Aber jetzt, ach, guten Abend, Elise. Bitte, nimm mal dem liebenswürdigen Herrn das Täschchen mit meinem Schmuck auf. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Das ist die Strafe dafür, dass du dich so lange nicht um mich gekümmert hast. Du brauchst meine mangelhafte Bekleidung. Aber das bringt leider mein Beruf so mit sich. Wie Sie sehen, außerhalb der Bühne bin ich eine ganz andere Haltung. Ich habe zwar noch nie von einem Mann ein Schmuckstück angenommen, aber bei Ihnen will ich eine Ausnahme machen. Dass wir uns so bald wiedersehen würden, darauf warst wohl nicht unmöglich. Dann hätten wir uns ja gar nicht kennengelernt. Das wäre doch jammerschade. Dann hätte ich dir auch nicht den Kuss versprochen, wenn ich dir noch schuldig bin. Was ich einmal versprochen habe, das halte ich auch. Wir sind so herrliche Motive. Ich bin nämlich Malerin, bin Landschaftsmaler gewesen und möchte ja auch lieber. Wohin? Na ja, die Mauer streichen. Und wie schauen Sie jetzt aus, bitte? Na ja, ich habe die Mauer weiß angestrichen. Ich hab glaubt, Sie sind eine Kunstmalerin. Ja, das bin ich auch, aber der eine Herr, ich weiß nicht, wer das ist, hat gesagt, ich muss die Mauer weiß streichen, weil sonst bekomme ich nichts zum Essen. Ja, das sollte man glauben, aber jetzt gehe ich duschen und was anderes anziehen. Das sollten Sie auch machen. Wissen Sie was, kommen Sie mit in mein Zimmer. Ich habe eh so viel mit und da wird schon das Passende. Na kommen Sie, müssen doch den Männern gefallen. Die Hoffnung nie aufnehmen. Also, immer ums Duschen und Umziehen. Ist schon recht, geschadet hat mir die Arbeit nicht, aber dass ich nichts zum Essen bekommen hätte, das hätte mich schon getroffen. Auf die freue ich mich. Ja, ich werde gleich ein bisschen malen, aber da ist ja jemand. Grüß Gott, ich heiße Renate Klecks und bin Malerin. Ich hab müssen die Mauer anstreichen. War halb so schlimm. Wurde sie verhungern lassen? Nein, nein, das war Hirntum. Der hat mir dann eher Jause hergerichtet. Aber haben Sie den Heiratsschwindler schon? Ja, aber Sie wissen ja gar nicht, wer es ist. Das ist ja wie in einem Kriminalroman. Da bin ich aufgeregt. Da komme ich mit. Mein Gott, bin aufgeregt. Gott sei Dank will ich noch rechtzeitig runterkommen. Na, hoffentlich hat er keinen Revolver. Sie sind mal ein schöner Detektiv. Na, geh lieber malen.